Hallo. Hallo. Hey. Würde ich gerne gleich ins Was wäre, wenn starten. Ja. Ne, warte, ich steck mir noch was in den Kopf rein und dann kann es losgehen. Okay. Dann steck dir mal was im Kopf rein. Ich bedachte, Kiesinger ist der Android. Ich bin kein Android. Der Android, der sich am Ende für die Menschen entscheidet. Oh. Liegt ja an seiner Programmierung, ne? Ob Kiesinger wirklich kein Android ist, erfahren wir jetzt im Was wäre, wenn. Drehen auseinander. Hallo! Ja, willkommen zum Was wäre wenn? Sucht nach Leben. Nehme ich erstmal das dritte Abenteuer der Mini-Kampagne erstmal durch, Was wäre wenn? Und dann natürlich die Kampagne im Allgemeinen auch noch so beantworten werde. So, cooles Finale, muss ich sagen. War alles ein bisschen offen. Aber ja, ihr seid ja angekommen. Ich fange einfach mal vorne an. Und mit der Kirche und sowas lief noch alles normal. Ihr habt das abgegrast, habt die Vision gehabt, seid dann auf der Hochzeitsfeier gewesen. Da solltet ihr das erste Mal schon mal so ein bisschen die Leute kennenlernen. Also sowas wie Cherbel, den Bergmann und auch vielleicht so rauskriegen, dass Clara und so ein bisschen verliebt ist in Bergmann und da hätte man auch schon mit guten Worten zum Beispiel auch schon mitkriegen können, dass vielleicht Scherbel auch so ein bisschen in Clara verschossen ist. Vielleicht. So ein bisschen. Also das Kapitel hätte heißen sollen, alle wollen Clara. Ja, genau. Alle wollen Clara. So sieht's aus. Also Alles klarer. dann gab es ja noch dieses Theaterstück, was ihr aufgeführt habt. Was ich sehr cool fand, wie ihr es gemacht habt außerdem. Das so ein bisschen. Ja, so ein bisschen schon vorgeteasert hat, was auf euch zukommt, so ein bisschen in die Richtung, weil es auch um König geht, der sich, der jung ist auf einmal wieder. Und ja, also ein bisschen war das schon Vorteasering. Fand ich ganz lustig eigentlich. Also theoretisch Zufall, dass es ausgewählt worden ist von Clara, aber hat mir persönlich ganz gut gefallen. Das Black, dass ihr auf Black trefft, ist logischerweise in dem Abenteuer nicht vorgesehen. Das ist halt einfach, muss so mit rein, um das Ganze passend zu machen. So, und ihr hättet draußen, da hat der Cherbel, nämlich der hatte sich dann verwandelt im Dunkeln. Denn wenn ihr den irgendwie während der Feier oder so weiter beobachtet hättet oder genauer dem auf die Pelle gerückt seid, hättet ihr mitgekriegt, dass er irgendwann schlecht gegangen wäre und gesagt hätte, er geht frühzeitig nach Hause. So. Und der hat sich verwandelt im Dunkeln dann, weil der verwandelt sich immer, wenn nachts ist. Ihr hattet ja auch rausgefunden, der hatte schon ein Ritual gemacht mit dem Bergmann. Und das ist geglückt. Aber nur halb. Weil der Bergmann halt die ganzen, also die Informationen halt fehlerhaft waren. Nur leider wussten die das am Anfang gar nicht so. Die haben halt am Anfang gedacht, das wäre fehlgeschlagen, weil der Cherbel halt immer noch alt gewesen ist. Aber er hat sich im Dunkeln halt immer verwandelt. Und ist dann zu seinem bösen Ego geworden, ohne dass er selber wusste, dass er das böse Ego war. Also Cherbel selber wusste nicht, was er macht, wenn er verjüngt ist. Und Also das heißt, wenn es gelungen wäre, dann wäre er dauerhaft irgendeine böse Kreatur. genau, wenn es gelungen, also wenn das, was die jetzt gemacht hätten, gelungen wäre. Wenn der Zauber allgemein gelingt, wäre sicherlich auch noch was Böses mit dabei. Das ist jetzt so nicht ausdefiniert. Was genau da passiert, das steht ja in anderen Ich habe den Büchern. Zauberspruch, ich mache den noch. Ja, genau. Also das Dann. heißt, wenn es so geklappt hätte, wie sie es wollten, dann wäre er einfach nur jung gewesen mit irgendwas noch Bösem dabei. Aber das ist schiefgegangen, aber trotzdem hat nur so halb schiefgegangen funktioniert und deshalb war er nur nachts eine böse Kreatur. Genau, die haben ja eine Verbindung mit Jock Morgott oder sowas. Smogon, ja. Smogon, mit Smogon. Morgon. Mit Smogon, genau, mit Smogon eingegangen. Und der hat quasi den besetzt und wollte den Cherbel komplett vertreiben aus dessen Körper. Also der wollte, dass das komplett dann dieses böse Ego gewesen wäre. Und dieses böse Ego hat dieses weiße Klibberzeug mit den schwarzen Pünktchen drinne, das waren quasi Eier. Die hat er in die Leute reingeschmissen. Und wenn man dann später zum Beispiel, Kiesinger kriegt das bestimmt mit, weil er ja auch Kontakte hat und sowas, da sind, schlüpfen auch Sachen raus.
So, also besonders das mit dem Schwein war eine gute Idee, weil die brauchen Wärme und das Fleisch. Und das ernährt sich im vorembryonalen Embryonal, das N fehlte mir, genau. Embryonalen fordern die das Fleisch halt schon. Aber macht es dann Sinn, dass er die Leute umbringt und dann die Eier reinpackt? Ja. Ja, weil dann sind sie ja nicht mehr warm. Ja, aber das reicht diese Anfangswärme. Okay. Also das reicht als Start schon. Das habe ich das nur mit der Wärme erwähnt, weil in der Petrischale halt einfach alles, der Nährboden halt nicht richtig ist und sowas. Da funktioniert es nicht. Aber da schlüpfen sie auch, aber da funktioniert es nicht so gut. Also da werden auch mit der Zeit werden da auch Sachen geschlüpft draus. Aber so ganz verkrüppelte Dinger. Weil die größte Energie beziehen die nämlich aus dem Gegenstand. Den habt ihr im Text so ein bisschen schon rausgefunden. Da war es ja eine Statue. Hier war es eine Uhr. Eine Turmuhr. Die quasi dieser rituale Gegenstand, den sie verzaubert haben, um diese Macht zu binden auf dieser Welt. Und die hat dann Verbindung gehabt mit Tscherbel, beziehungsweise dem alten Ego. Und das ist eigentlich das Ding, was ihr hättet zerstören sollen im Abenteuer, um komplett das auszuradieren. Also Tscherbel zu töten, hat so funktioniert, klar, dass das alte Ego quasi weg ist, aber wenn man jetzt lässt, dieses Ding, würde sich irgendwann ein Spalt öffnen, sozusagen. Also es würde dann so mächtig werden, immer mächtiger, und dann würden sich so ein Spalt öffnen und die Kreaturen so rauskommen. Das habt ihr aber in dem Sinne schon abgewendet, weil die APA Bescheid weiß. Diese Spieluhr war im Keller von Tscherbels Haus. Das haben wir auch komplett ausgelassen. Also Tscherbels Haus hatte auch verschiedene Räume, und ihr hättet auch gegen das kämpfen können. Da gibt es ja auch noch eine Karte und sowas. Also drum und dran hätte man jetzt theoretisch noch spielen können mit Kiesinger, aber ich fand, so hat es einfach ganz gut gepasst. So wie sich das Ganze entwickelt hat, dass Tscherbel auch schon selber tot war, habe ich das einfach weggelassen und erzähle ich euch das jetzt quasi im Nachhinein. Ja, kommen wir aber gleich noch zu. Kommen wir noch gleich zu. Wir waren in der Party, der Typ war tot, und das ganz normal, ihr hättet den Tscherbel da noch nicht erwischen sollen. Ihr hättet erkennen können, vielleicht hätte ich auch die Kleidung erkennen können, sagen können, ja, Tscherbel hat genauso komische Kleidung an wie der Typ. Aber selbst wenn ihr ihn richtig gesehen hättet, hättet ihr die Verbindung einfach nicht aufrechterhalten können. Warum sollte das Tscherbel sein? Sieht halt nicht aus wie Tscherbel. Mhm. Ist halt deutlich jünger und agiler. Bei den Ermittlungen, ja, ist eigentlich auch alles, da habe ich auch persönlich ein bisschen Sachen umgewandelt, da hättet ihr noch Zeitungstexte und so gekriegt. Die Infos habe ich euch aber so im Gespräch gegeben. Weil ansonsten hätte ich da immer Sachen verändern müssen, weil es halt nicht perfekt reingepasst hat in die Kampagne. Weil da natürlich Orte, Namen und sowas ein bisschen anders waren. Deswegen habe ich euch die nicht gegeben, sondern die Infos so. Und ihr hättet da, also er hat euch da ja gesagt, zugesagt, die Polizei unterstützt euch. Ihr hättet die Polizei auch vollkommen nutzen können. Also ihr hättet sagen können, hier Polizisten, fahrt uns dahin, bringt uns mal die Informationen. Die sind auch sehr rabiat vorgegangen. Also die hätten auch schon einiges gemacht. Für die ist selber Gesetze, für die Polizei eher Richtlinien, so ungefähr. Ja? Also da wird auch mal ein Verhör ein bisschen ruppiger, wenn es sein muss. Also die hättet ihr vollumfänglich nutzen können. Die wären auch viel hilfreicher gewesen als die in Marburg. Also ja, das wäre so. Ja, bei mir waren halt wirklich so zwei Informationen. Das war so einmal, wie es mit der Polizei in Marburg geendet ist. So, das war das eine. Da ich dachte, okay, die werden sowieso nichts bewirken. Und dann halt, wie gesagt, da kam dieser erste junge Polizist da, der uns halt so verhört hat, dass er uns im Prinzip die Schuld in die Schuhe schieben wollte. So aus meinem oder aus Willis Empfinden heraus. Deswegen war ich ab dem Punkt so, ja, nee. Nö. Also es ist gut zu wissen, dass wir schalten und walten können, aber. Einsetzen will ich die nicht. Genau, das wollt ihr auch, weil damals noch nicht klar war, dass ihr für die APA arbeitet. Ja. So. Das hat dann halt Carter später gemacht. Wart ihr, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wart ihr in Claras Wohnung? Ja, ne? Ja. Aber es da war das Hausmeister-Battle. Ja, stimmt, das Hausmeister-Battle, ja. Das Hausmeister-Battle. Ja, logischerweise das Hausmeister-Battle, das gab es nicht in der Geschichte. Aber das Was? Was? Aber das vielleicht ist nur eine schlechte Bewertung schreiben.
Ja. Es gab, war cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Absolut auch. Einer meiner Highlights. Also, ja. War richtig nice. Ja, da habt ihr eigentlich alles abgegrast. Das Tagebuch gefunden, so die Informationen für Bergmann. Ja, gab es eigentlich nicht viel falsch zu machen. Da war der ziemlich auf Linie. Dann kam Bergmanns Fluchtversuch. Da habt ihr ja auch sehr gut. Der ist abgehauen, weil er Tscherbel gesehen hat. Und halt inzwischen schon 1 und 1 zusammengezählt hat, was da abgeht. Also ja. Der wusste inzwischen schon, dass Tscherbel, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Und er hat gesagt, Tscherbel kommt jetzt, um ihn zu töten. Ja. Deswegen ist er abgehauen. Nicht vor euch, sondern vor Tscherbel. Und deswegen hat er so panische Angst gehabt und ist gerannt wie der Weltmeister. Weil er halt einfach, es gibt ja dieses, wenn ihr in Wahnsinn fallt, könnt ihr ja dieses pausenlos Wegrennen machen. So ungefähr. Mhm. Das hatte er ungefähr. Er ist ungefähr in der Todesangst einfach losgesprintet. Und der ist eigentlich dafür da, ist ja auch eigentlich nicht einholbar. Ihr wart aber so gut mit dabei, dass ihr halt natürlich sehen konntet, wie Tscherbel, also das alte Ego von Tscherbel, den erledigt hat. Mhm. Normalerweise kommt ihr da an und hört das nur. Ihr seht Tscherbel da nicht. So. Und wir hatten halt ganz gut Glück, dass wir es gesehen haben und dann auch noch schnell genug hinterher konnten, um drauf zu ballern. Ja, ihr habt es echt gut gemacht. Also deswegen dachte ich auch, nee, warum? Dann lauft ihr hinterher. Dann hast du geschossen, hast halt auch echt, er hat noch einen Lebenspunkt gehabt und ich habe gedacht, gut, dann verwandelt er sich zurück, weil er fällt eh in Ohnmacht. Also man muss ja eh Konstitution wirken, wenn man über die Hälfte, bla bla bla, um jetzt ins Regelwerk weiter einzugehen. Und dann verwandelt er sich zurück und dann ist Tscherbel einfach, der ist zu alt. Also der kann so eine Verletzung nicht noch wegstecken. Mhm. Und dann ist der halt gestorben. Also das ist bei so humanoiden Monsterwesen auch so, ja? Dass die in Ohnmacht fallen, wenn sie... Jein. Aber da war er noch im menschlichen Körper. Das war ja, ja. Ein menschlicher Körper, der verjüngt worden ist. Okay. Achso, und vielleicht eine ganz interessante Sache. Clara, die ist ja weggekommen. Ja. Yeah. Und die wurde nicht getötet, aber die wurde von der Uhr eingesaugt quasi. Die hat sich das alte Ego geschnappt und hat sie an die Uhr verfüttert, an dieses rituelle Ankerpunkt, um die Macht zu mehren. Und um gleichzeitig Tscherbel zu brechen, endgültig. Weil der alte Ego wusste natürlich, dass Tscherbel in Clara verliebt ist. Und das war das so, dass der Hauptankerpunkt, um Tscherbel noch komplett zu brechen und dann den Körper zu übernehmen. Weil eigentlich hat Tscherbel dieses Ding gemacht, sich zu verjüngen, um attraktiver für Clara zu sein. Mhm. Also das war gar nicht so auf lang geplante Sicht. Das war, also man kann mal wieder sagen, die Frauen sind schuld. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht, lieber ansatzweise. Das war keine lange Sicht geplant. Er kannte Bergmann schon früher. Er hatte auch Kontakt. Er hatte auch Kontakt mit dieser Organisation, dieses Bündnis, was die da hatten. Die hatten ja so ein komisches, ich habe jetzt den Namen vergessen, so ein Club, sage ich mal, wo sie über Übernatürliches geredet haben. Und da kannte er den Bergmann auch schon. Und hat dann halt gefragt, ja, ey, gibt's irgendwas, um mich jünger zu machen? Und so ist das dann in Dings gestoßen. Und Bergmann hat die Informationen mehr oder weniger durch Black. So, wie das funktioniert. Weil der Black ist durch diese Gemeinschaft immer mal reingegangen, hat sich damit dazugesetzt, hat sich angehört, was die zu sagen haben und fand den Bergmann sehr interessant. So wie er euch interessant findet, so ungefähr. Wobei er euch halt ein bisschen mehr interessant findet, aber er fand Bergmann hat halt Potenzial und hat ihm halt so ein bisschen unterstützt, aber halt auch nur so das gegeben und macht, was du willst. So, also hat Black zwar auch damit was zu tun, ne, aber halt auch wieder, ich sag mal, passiv. Was so, ja, war. In Bergmanns Wohnung habt ihr eigentlich alles abgeklappert. Habt ihr alles gefunden. Also, da habt ihr auch mit einer 1, hat es keinen Sinn gemacht, euch da irgendwas vorzuenthalten. Hätten wir Clara retten können oder kann man sie noch retten? Ihr hättet Clara retten können. Sie war in der Uhr und wurde immer weiter eingesaugt. Und so. Aber da kommen wir gleich noch zu, wenn ich zur Uhr komme. Die hat nämlich auch noch ein paar Sachen. Suchende Sachse. Auch noch eine Frage? Ja. Damit ich sie nicht vergesse. Ja, hau raus. Steven hatte ja die Vision von Hermann.
Ja. Wie er das Kreuz klaut und so weiter. Wodurch kamen die zustande? Also was war der Urheber dieser Vision? Das wird nicht genauer geklärt. Ich persönlich habe das so interpretiert, dass das Hermann selber ist, weil der schon, magische Energie ist vielleicht falsch, aber so viel schon mit dem Übernatürlichen in Kontakt gekommen ist, dass er wie so ein Echo ausstrahlt, so eine Spur hinterlässt. Und da ihr halt auch schon Kontakt mit dem Übernatürlichen habt, könnt und ihr feinfühlig seid, könnt ihr das quasi aufschnappen durch Glück. So. Und das war halt sehr, sehr intensive Stelle, weil er Schutz suchte und sich halt noch das Kreuz genommen hat zum Schutz. Also da war er auch sehr aufgewühlt und sehr, das war ein sehr intensiver Moment, deswegen konntet ihr das spüren, diesen Nachhall, sage ich mal. Das war so meine Erklärung. Ihr gehört, wir sind feinfühlig, besonders der Dachs. Ja. Ja, genau, besonders der Dachs. Total emotional, der Typ. Sehr nah am Wasser gebaut. Genau. Achso, dann kam, ihr habt, genau, dann kam ja auch Hermann, den habt ihr dann da festgestellt und ich habe echt gedacht, Dachs, du erschießt den einfach. Also das, davon war ich, bin ich fest von ausgegangen, dass er kommt und dann saß, wenn er, weil ich habe ja auch gesagt, oh, meine Freunde, weil er sollte schon so ein bisschen in die Black-Richtung gehen, damit man schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass er ihn kennt. So, dass man so, hä? Aber, Gott sei Dank nicht. Dadurch konntet ihr feststellen mit dem Auge und seid ihr hin und er hat euch eigentlich auch alles erzählt, also ihr habt das sehr gut gemacht. Auch diesen Tausch mit dem Messer war cool. Fand ich sehr, sehr cool. Habt euch, wenn ihr gegen Mr. Black gekämpft hättet, Black kann ja Leute manipulieren und sowas. Und ich hätte dann gesagt, zum Beispiel Kiesinger könnte er nicht manipulieren, weil er diese Kette um hat. Also Kiesinger, du hättest zwar immer Schaden genommen, beziehungsweise halt deine Mana wäre halt runtergegangen und Black hätte das aber auch dann immer gerochen. Wenn das funktioniert, hätte er irgendwie so, hä? Also hätte ich irgendwie geguckt, wie ich das gemacht hätte. Kiesinger, du stinkst irgendwie, was ist los mit dir? Oder irgendwie sowas, ja? Also wenn ihr gegen ihn gekämpft hättet, also ob ihr es überhaupt geschafft hättet, also das Ritual durch wäre wichtig gewesen, um ihm Schaden zu machen, starken Schaden, und dieses Amulett wäre elementar gewesen. Weil er hätte halt einfach sagen können, ja, Dax, schieß auf Kologe, nicht auf mich oder so. Dann hättest du das halt gemacht mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also mit zu über 90%iger Wahrscheinlichkeit wäre das wahrscheinlich funktioniert, hätte das funktioniert, weil der hat Werte. Und mit diesem Dolch, den wir von Hermann bekommen haben, der hätte keinen extra Schaden gemacht? Der hätte ihn schon mehr verletzt. Genau habe ich mir das nicht ausdefiniert, weil ihr hättet, also ich glaube, also getötet hättet ihr nicht können. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Das glaube ich nicht, dass ihr es hingekriegt hättet. Ihr hättet ihn vertreiben können und mit dem Dolch wäre es halt einfacher gewesen. Okay. Aber hätte auch ein Schuss, gut platzierter Schuss, so mit deiner Stärke, die du halt in der Waffe hättest, wäre das auch gegangen, sag ich mal. Halt deutlich schwerer, weil nur das Amulett halt aktiv gegen schützt. Bei Hermann selber zum Beispiel hätte der erfahren, oder hättest du ihm das Rückentattoo gezeigt, hätte der auch eine Möglichkeit gehabt, dass zu aktivieren, so ein bisschen. Also jetzt, das wäre zwar nicht so stark gewesen wie das Amulett, aber es wäre auch ein Schutzzeichen, weil er hat ja selber ein Schutzzeichen über seiner Höhle angebracht. Und das musste er ja auch irgendwie aktivieren. Und das hätte er auch, mit einem Ritual auch bei dir machen können. Wenn das mit dem Überreden geklappt hätte und so. Ja, ich bin nur noch bei der Gruppierung, wo Hermann ist. Also. Ja, ich glaube, Hermann wirst du nicht mehr wiedersehen. Hey! Also Hermann, ja. Der gute Hermann. Ja, das haben wir das. Ihr hättet doch den Chauffeur noch ein bisschen befragen können. Der hätte euch noch gesagt, dass Tscherbel komisch ist, dass er nachts irgendwo hinfahren soll oder abends, späten Nachmittag und dann ganze Nacht irgendwo rumsteht und er einfach nicht wiedergekommen ist. Er hätte auch gesagt zum Beispiel, dass er persönlich einen jungen Schnösel davon abgehalten hat, ins Anwesen einzubrechen. Das war das alte Ego, was zurückgekommen ist und er hat es Zufall gesehen. Also so hätte ich auch noch ein paar Infos kriegen können. Ja, dann gibt es noch die Gesellschaft zur Ergründung der tieferen Philosophien, hieß die. Genau. Da hättet ihr theoretisch auch noch hingehen können. Da gab es aber eher weniger Infos. Das war mehr so Infos, die ihr verpasst habt, würden euch da so ein bisschen gegeben. Also so ein bisschen unterstützendes Ding. Jetzt nichts Weltbewegendes. Das Finale
Die Mitarbeiter hätten nichts gewusst von Scherbels altem Ego. Also die wären, hätten davon keine Ahnung gehabt. Und das wäre typisch im Keller wieder ein versteckter Raum, also so ein verstecktes Ding gewesen, mehr oder weniger. Was heißt versteckt, aber nicht mit der nicht mehr benutzte Bereich des Kellers, sagen wir es mal so. Wäre eine Wanduhr gewesen und die wäre richtig mächtig gewesen. Das wäre ein krasser Kampf gewesen. Stimmt, weil... Gegen was jetzt? Gegen diese Standuhr. Gegen diese... Gegenstände. Gegen die... Ne, das war diese Uhr. Diese Uhr, ja. Diese... die den Anker, die Energie, das Gebündelte, also dieses, was ich vorhin erklärt habe, der auch Clara einzieht. Ja. Also eine Wanduhr ist es. Eine Wanduhr. Eine Standuhr. Was habe ich gesagt? Okay. Na, ja. Wir waren jetzt heute schon bei Turmuhr, Spieluhr und jetzt Wanduhr. Ja. Sag ich die ganze Zeit was anderes? Also so ein stehendes Ding. So ein großes Ding. Hat am Anfang auch eine Turmuhr und dann war es auch eine Spieluhr. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Dann tut's mir leid. Schon so eine Standuhr. Okay. So ein stehendes Ding. Ja. Auch so ein Mensch halt so reinpassen würde. Genau. Okay. Genau. Sorry. So etwas ist das. Ja, es ist sehr verzogen und so. Und erstmal ist jetzt extrem viel Stabilität gekostet. Dass, wenn ihr nachts hingekommen wäre, wäre das alte Ego. Wäre euch auch auf die Schliche gekommen, also wäre da gewesen, um es zu retten, um zu verteidigen. Weil wenn die Standuhr kaputt geht, ist er tot. Dann ist er auch vernichtet, dann ist er einfach weg. Dann ist das die ganze Verbindung weg. Dann habt ihr das besiegt. Die Standuhr könnte die Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Also, dass ihr auf einmal, er könnte Hauch der vergangenen Dinge einsetzen, dass ihr da steht und Sachen aus einer anderen Zeit seht, andere Welten und andere Dimensionen. Da grinst der Erik schon. Weil mit dem Erik habe ich da nämlich abgequatscht. Dann hätte man auch was von aus der Superswelt sehen können. Wie geil wäre das denn gewesen? Das wäre cool, ja. Was dann vielleicht irgendwann mal gesagt hätte, oh, okay, krass. So. Es wäre natürlich lustig, wenn wir da, wenn du das mit Erik abgesprochen hättest und da dann so angedeutet das Spoiler für das, was noch für uns bei Supers passiert. Ja. Naja, das kann man ja schlecht wissen, aber ihr hättet eine Person, hätte ich euch beschrieben. Und einen Ort. So, aber keine Ahnung. Mehr weiß ich ja selber auch nicht. Also, ihr dürft nichts wissen. Achso, dadurch, für uns auch. Dadurch, dass es jetzt nicht vorkam, dürft ihr es nicht wissen und auch ihr in den Kommentaren nicht. Ihr braucht nicht fragen. Und das Gute ist, ich weiß das nämlich auch schon nicht mehr. Sehr gut. Weil auch mein altes Handy weg ist. So, also deswegen. Ja, also was heißt weg? Ich hab's gewechselt. Ich weiß es halt einfach nicht mehr. Ich habe echt überlegt, ob ich dich vorher nochmal frage und habe gedacht, nee, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jetzt noch dahin kommt, ist so gering. Dann brauche ich es auch nicht mehr wissen. Aber merkt euch das, wenn wir dann irgendwo bei Superstar ankommen, dann werde ich in dem, was wäre, wenn dann wiederum sagen, das wäre übrigens der Charakter gewesen, der. Deswegen, so sieht's aus. Sehr cool, ja. Vielleicht hätte ich. So. Und Erik ist gemein und macht das dann bei irgendeinem Zweit- oder Zweitcharakter von uns, um dann Spekulationen dazu heizen, dass es vorherbestimmt ist, dass einer von uns sterben musste oder sowas. Oh. Ja, nee, das wäre eine miese Nummer, glaube ich nicht. Ja. So. Vielleicht hätte ich euch auch einfacher gehalten, vielleicht hätte ich das, irgendwas hätte ich euch gezeigt. Also, hätte ich mir kreativ austoben können. Vergangenheit, Zukunft, irgendwas. Wahrscheinlich hätte ich auch mal in die Zukunft blicken lassen und irgendwas erzählen, dass Züge, Flugzeuge, was es halt jetzt gerade so gibt, ne? Alle Leute, Dinger im Ohr. Und alle tragen Masken. Alle tragen Masken. Ja, irgendwie sowas. Wer weiß. Mit der Langsamkeit habe ich schon gemacht. Erinnerung an die Jugend, dass da hätte sich ein Charakter von euch rasend schnell verjüngt. Also. Nehme ich. Ja, Problem ist halt, dass ihr halt auch dann immer jünger werdet. Kleiner, kleiner, kleiner. Also ihr werdet wirklich richtig schnell zum Kind geworden. Frage? Ja. Auch geistig oder nur körperlich? Nur körperlich. Okay. Die mit Karriere machen können, so als Fünfjähriger mit dem Wissen eines 40-Jährigen? Ja, da wäre eine coole Kombination rausgekommen.
Die Standuhr stand hinten in so einem, mitten quasi im Raum, also so ein langgezogener Raum, und der stand hinten mittig an der Wand dran. Und das Problem wäre gewesen, dass die Uhr hatte nur tote Winkel rechts und links und hinter sich. Also sie hat quasi mit dem Zifferblatt nach vorne geguckt. Das, was man mit dem Zifferblatt gesehen hat, hat sie auch gesehen. Und die hatte halt eine krasse Reichweite. Also hättet ihr euch gesehen, hättet ihr sofort ja, passiert. Ihr hättet auf die ballern können und weiß ich was, ihr hättet das ganze Haus abfackeln können. Ihr hättet das mit Teer zuschütten oder sonst was. Die Uhr wäre nicht kaputt gegangen. Das Einzige, was die Uhr kaputt gemacht hätte, wäre der Dolch. Und der, nicht der Dolch, den ihr beim Bergmann, sondern beim Hermann, bei dem Obdachlosen gefunden hättet, beziehungsweise eingetauscht hättet. Nicht mal unser allzeit bewährte wir fackeln alles ab Taktik hätte funktioniert. Verdammt. Die hätte nicht funktioniert. Und dann kommt es halt darauf an, wie schnell ihr gewesen wärt. Wärt ihr ganz langsam gewesen, wäre Clara schon komplett drin gewesen, wäre es zur Hälfte drin gewesen. Je früher ihr sie rausgeholt hättet, desto normaler wäre sie gewesen. Es hätte auch sein können, dass ihr sie rausholt und sie vollkommen gaga ist, also nicht, nie wieder normal wird. Ihr hättet sie rausholen können und dann wird sie wieder normal. So. Kommt einfach an, wie schnell ihr gewesen seid. Also theoretisch wart ihr aber relativ schnell. Dass die Uhr aber Clara nicht sofort absorbiert hat, lag aber an Black, der da so ein bisschen gegengearbeitet hat. Weil. Deswegen war er am Ende so abwesend. Ja, nicht nur, nee, da hat er einfach halt, er hat ja gesagt, er hört euch nicht zu, also hat er seine Augen woanders in eine andere Dimension, in andere Welten schweifen lassen. So, ohne genauere. Weil der hat einfach dauerhaft dagegen gezogen. Weil Kiesinger, du hast ja am Anfang gesagt, dass dir Clara wichtig ist auf der Party und dass er nichts gegen sie machen soll. Und hat gesagt, ja gut, dann helfe ich da halt. Und deswegen hat er auch so mehrfach gesagt, also Kiesinger, du willst meine Hilfe nicht. Also du willst keine Hilfe haben. Und dass er das akzeptiert. Und dann hat er Clara quasi losgelassen. Sodass die Uhr Clara dann halt damit vollständig aufgezogen hat. Deswegen meinte ich, es ist interessant, dass gerade du, also was heißt freut mich, aber ist natürlich, ja, das ist halt so. So ein nochmal bittersüßes Detail, sag ich. So muss es bei Cthulhu sein. Ja. Ist eigentlich Mr. Black komplett deine Idee? Es gibt quasi ein Vorbild, den ich aber ummoduliert habe. Okay, und was ist Mr. Black? Du das Vorbild? Boah, Alter. Wow. Und überleg mal, Felix sagt das, obwohl er noch nicht mal in deinem Keller war. Da kommt ja auch niemals rein. Doch, ich war da. Nee, schon. Es kommt niemand wieder raus. Doch, ich war da schon. Dann guckt ihn euch an. Aber bist du der gleiche wie vorher? So, nee, also Black war, also ich habe den schon übernommen quasi. Aber den habe ich halt ummoduliert so ein bisschen. Ja, ist das ein Community-Charakter? Nein. Es gibt keine Community-Charaktere hier. Auch wenn, ich muss dazu sagen, auch wenn ich angeschrieben wurde, beziehungsweise gefragt wurde und mir auch ein, ich sag mal, Monster in Anführungsstrichen auch schon mal geschickt wurde, was aber leider einfach nicht reingepasst hat. In dem, das ja, und was ist Mr. Black jetzt? Ja, genau. Ja. Also er ist auf jeden Fall kein Mensch, sagen wir es mal so. Nein. Was? Er ist. Ist er mehr Mensch als Christoph? Er ist weniger Mensch. Hättet ihr ihn besiegt, zum Beispiel seine menschliche Hülle besiegt, wäre er in Rauch aufgegangen und wäre verschwunden. So. Mhm. Um das mal so auszusagen. Also er ist kein Mensch. Er war auch nie ein Mensch. Dürfen wir wissen, wie viele Lebenspunkte er hatte? Und wie die Regeneration funktioniert hätte? Ja, die Regeneration, das war ein ganz normaler Zauber. Den müsste ich jetzt raussuchen. Das habe ich einfach ausgewürfelt gehabt. Okay, alles klar. Was war die Frage? Also Trefferpunkte. Als menschliche Form hatte er gar nicht so viel. Da hatte er 15. Okay, also wir hätten ihn vertreiben können, aber ja. Es hätte uns nicht... Hätte uns wahrscheinlich nicht lange was gebracht. Aber ob ihr das geschafft hättet, ist eine andere Sache. Der hat abnormale Werte.
Also deswegen, ein MA-Kampf gegen ihn zu gewinnen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Hätte das funktioniert, weil er war sowieso ein bisschen abwesend, wenn wir die Tür aufgemacht hätten, ich mich rausgelehnt hätte und ihn im Kopf geschossen hätte? Ja, das hätte ich zugelassen. Ich habe auch, Max, ich habe, als wir die Tür aufgemacht haben und Niklas gesagt hat, der guckt gerade so abwesend in die Gegend, habe ich auch kurz überlegt, ob ich sie wieder zumache. Denn wir haben eine Chance. Dann Also, dachte ich so, nee, komm, wir spielen es jetzt so aus, wie wir es besprochen haben. das wäre möglich gewesen. Also, ja, für ihn ist das lästig vielleicht. Ihm tut das vielleicht weh, aber ob das jetzt passiert oder nicht, er formt sich aber seinen Körper nochmal wieder neu und dann ist gut. Wenn wir ihn dann wieder getroffen hätten, wäre dann so gewesen, jetzt reicht's mir mit denen, oder hätte er gesagt, Mann, was soll denn die Scheiße schon wieder? Langsam nervt mich das ein bisschen, Herr Dax. Ja, der wäre schon sauer gewesen. Also ich sag mal so, hätten wir das nicht, das ist, hätten wir das nicht aufgenommen, wär er deutlich aggressiver dir gegenüber nochmal aufgetreten. Also hätten wir das privat gemacht, hätte ich nochmal einen Ticken aggressiver gemacht. Weil dann kann man eher mal sagen, okay, dann bist du tot und machst einen neuen Charakter. Das habe ich hier einfach, was jetzt auch nicht dramatisch war, das, aber ja. Aber grundsätzlich war er schon ziemlich genervt von Dax. Ja, aber eigentlich war das auch gut, dass du so chaosmäßig unterwegs bist. Also, das hat Mal was ihn. anderes, ja. Ja, genau. Es hat ihn belustigt. Er hat ja keine Angst, er braucht ja keine Angst vor dir haben. So. Das war Noch nervig, vielleicht wie so nicht. eine Mücke oder sowas. Ja, Er also. braucht noch keine Angst vor mir haben. Ja, naja. Wer weiß, was er mir alles beibringt. Ja, das weiß man auch nicht. Ach so, wäre die Standuhr intakt geblieben, wären echt kleine Monster aus dem Schleim entstanden, die um Leute eingegriffen hätten und sonst was und sich weiter genährt hätten, um größer zu werden und zu größeren Monstern zu werden. Ja, wenn die Standuhr halt nicht besiegt worden wäre, wäre ein Portal aufgegangen, das haben wir ja schon gesagt. Dass ihr das nur kaputt gemacht habt, haben wir auch. Ich glaube, wir sind durch, war mit dem Abenteuer. Was hat es Groß und mit der ganz. Sekte nebenan zu tun? Mit der Sekte nebenan. Ja, die hatte nichts zu tun. Und was ist mit den verrückten Hausmeistern? Ja, da muss Wilbert mir genaueres erzählen. Was hat es mit der Zeichnerin zu tun? Die war einfach da, das war einfach ein NPC, also die, mit der hättest du halt anbändeln können, so ein bisschen. Ja. Die sollte euch vielleicht auch so ein bisschen auf falsche Fährte locken. Und ja, einfach ein bisschen die Welt ein bisschen voller ist. Und nicht Ja, und was die, die, passiert jetzt mit uns? die wichtigen. Ja, also ihr, stimmt, das haben wir ja auch gar nicht durchexerziert. Ja, irgendwann kommt halt ein Bote, der sagt, ey, wir haben Clara gefunden, weil die hätten die ja erkannt und hätten dich geholt, beziehungsweise halt alle, wenn noch alle da gewesen wäre. Und während du auch angekommen bist, ist in deinem Fall halt Clara schon weg gewesen, weil in der Zwischenzeit hätte die Standuhr das schon geholt. Ihr arge Probleme gehabt, das zu regeln. Die APA hätte dich halt gefragt, also hätte dich halt gefragt, was du machen willst. Wenn du dich denen angeschlossen hättest, wärst du wahrscheinlich. Das Messer hattest du nicht mehr, oder? Nein. Nee, okay. Hätten sie dich wahrscheinlich dann ins Hauptquartier, in irgendein Hauptquartier gebracht und da dich eingearbeitet in das Ganze. Ach genau, und die APA hätte halt das Haus umstellt und dran gearbeitet und irgendwann wahrscheinlich selber hingekriegt, das zu eliminieren. Die kennen sich ja damit aus und wären dann wahrscheinlich von hinten die Mauer kaputt gemacht und hätten von hinten das Messer oder ein anderes Artefakt oder sonst was zerstört, in die Standuhr reingehauen und es somit besiegt. Ja. Ist die Organisation so ein bisschen wie bei SCP, die Foundation? Kenne ich nicht. Kennst du gar Sagt mir nicht? auch gerade gar nichts. Nee, kenne ich gar nicht. SCP? Aber ist jetzt für die Zuschauer leider etwas uninteressant. Also, das ist uninteressant, aber die Info bringt euch nicht so viel. Aber für die Mitspieler natürlich mehr. Ihr kennt die APA schon. Ihr seid der APA schon begegnet in Ja. unserem Anfangsabenteuer, was leider nie auf dem Kanal erschienen ist, was wir machen wollten. Da habe ich Abenteuer euch. Wälderwand. Bitte? In Abenteuer 0. Abenteuer 0, genau, unser Nullabenteuer. Da habe ich euch auch Ach so, gesagt. wo wir die Jugendlichen waren, oder was? Bitte? Wo wir die Jugendlichen waren Genau, am See? da wart ihr Jugendliche. Und da habe ich euch auch gesagt, auf den Autos steht APA drauf. Ich habe das nicht so detailliert, bin da nicht so weiter drauf eingegangen. Sondern habe das nur mal so nebenher so erwähnt. Aber das war die APA damals.
da in dem See. Dieses ganze Lager gehört ja der APA. Die APA in der Zukunft. Genau. Und das Ganze war ja als Kampagne mal geplant. Deswegen war da dieser rote Faden. Und ihr solltet euch, also jetzt im Endeffekt, solltet ihr euch ja entscheiden zwischen den beiden Stationen, Black und APA. Das war am Anfang auch nicht so geplant. Ganz am Anfang war eigentlich nur, dass ihr zur APA geht. Aber es, ja, um das auch schnell abzuschließen. Eure erste Mission, wenn das eine Kampagne gewesen wäre für die APA oder halt jetzt gegebenenfalls für Black, wäre gewesen, dass ihr zu diesem Ort hingeht, die ihr im Nullabenteuer gespielt hättet, um die Anfänge, wie das alles entstanden wäre, zu machen, quasi. Cool. Und dann, dass sich der Kreis dann quasi einmal schließt. Ah, okay. Cool. Und ja. Sprich, also Kiesinger steigt jetzt in der APA auf und wird einer der führenden Wissenschaftler dort und Forscher und so weiter. Ja, vielleicht. Bergmann? Mit Mr. Black? Was? Entschuldigung, mach. Achso. Hermann ist, den haben sie verhört. Den haben sie verhört, gefoltert, bis zum Tode ausgequetscht, die Informationen. Also die APA hat Hermann einfach auseinandergenommen. Und Habe ich mein Amulett wieder bekommen? Keine Ahnung, wenn du dich als würdig erweist, ist natürlich ein mächtiger Gegenstand. Also er kann sein, dass der andersweitig auch verwertet wird. Und ich glaube, damit sind wir erstmal mit dem letzten Abenteuer, wenn es was wäre, wenn, fertig. Und ich würde jetzt nochmal den Rad schlagen und das ganze Kampagne, was wäre, wenn. Wobei das deutlich kürzer ausfällt. Also da passiert nicht mehr so viel. Okay. Aber wir hatten am Anfang, war ja geplant, dass nicht unbedingt so, dass sie mit Black in Kontakt kommt. Da sollte Black Clara entführen und sollte deutlich böser sein. So, also er sollte, das heißt deutlich böser, schon die Richtung, aber er sollte, es sollte nicht die Option geben, dass ihr bei Mr. Black arbeitet, quasi. Das war am Anfang nicht der Plan. Und auch, dass ihr die Agenten im ersten Abenteuer schon getroffen habt, war einfach der Situation, dass ihr so am Black dranhinkt, geschuldet. Die sollten eigentlich auch erst jetzt im letzten Abenteuer auf den Plan treten. Die Schwärze war eine Droge. Wenn ihr die genommen hättet, hättet ihr auch in der Zeit zurückreisen können. Mit Gedanken und sowas, Bilder in der Vergangenheit, Zukunft und sowas sehen. Ihr wärt davon abhängig geworden. Und hättet auch Mali bekommen und hättet auch krass würfeln müssen. Aber, also nicht unbedingt, hätte ich auch auswürfeln können, ob abhängig wäre oder nicht, aber wäre halt immer schwerer geworden. Aber auch hier war war die Zeit elementar. In diesen drei Abenteuern war immer etwas mit der Zeit und der Welt zu tun gehabt. Ihr habt, wie gesagt, das erste Abenteuer haben wir schon durchgekaut, das was wäre, wenn, das war so ein bisschen improvisiert. Also Clara sollte halt viel mehr mit euch interagieren, viel mehr mit euch zusammenarbeiten, dass eine Bindung entsteht und dass ihr dann deswegen hinterhergeht, wenn Black sie euch entführt. Black entführt. Ja. Dann im zweiten Abenteuer ist eigentlich relativ schnell gesagt, hat Black euch da in der Zeit zurückreisen lassen. Derjenige war das, der euch dahin geschickt hat. Einfach um zu gucken, jetzt in der Situation, um euch zu testen, ob ihr mögliche Kandidaten seid für ihn. In der ursprünglichen Version einfach, um euch aufzuhalten, so ein bisschen. Einfach, um euch zu merken, okay, ihr seid Verfolger, nee, was will ich mit euch? Haut mal ab, macht mal das. Ich muss die dahin bringen, so ungefähr. Also, hat sich ein bisschen verändert durch euer Spielen. Genau. Ja, und jetzt im Endeffekt, dass diese Auflösung, die es hier gab, dass ihr euch entscheiden konntet, auf welcher Seite ihr kämpft, war halt auch von Anfang an nicht geplant gewesen. Das hat sich dann so ergeben. Fand ich aber schön, dadurch hat der Hermann-Part natürlich nochmal ein bisschen mehr Input gekriegt. Der natürlich nur ein Typ war, der in Originalabenteuern nur ein Typ war, der mit übernatürlichen zusammengearbeitet hat, Sachen und Herr Black nicht gekannt hätte. Wäre der außerdem gewaltsam entfernt worden, also wäre der gegen seinen Willen weg, hätte der nach Tom gerufen. Helf mir, alter Tom, wir sind doch Freunde. Und das ist der Vorname von... Tom Riddle? Tom Bombadil? Tom Bombadil, was?
Tom Welzer? Nee. Aber das war halt der Vorname von Black, Tom. Und Tom Bombadil war so ein bisschen mein Vor, weil er war zuerst da. Er war da, bevor alles entstand. Er war schon halt, Mr. Black gibt es halt schon ewig, so ungefähr. Und so, deswegen also, ist er so eine Art Gott? Ja, so in die Richtung. Also Tom Bombadil ist auch kein Gott. Naja, nee, auf jeden Fall so ein bisschen habe ich mir das. Und es gibt noch ein Buch, wo der Teufel alter Tom genannt wird. Und habe gesagt, das ist eine coole Kombination. Und dann habe ich gedacht, kommt der halt Tom Black. Und er hätte nach Tom gerufen. Und hätte ich tue alles, bitte helf mir, Tom. Und Tom hätte ihm dann geholfen, indem er ihm dann die Stärke oder so gegeben hätte, oder eine Waffe gegeben hätte oder irgendwas, und wäre dann auf der Fahrt, weil die Kollegin, die ihr auch kennengelernt hattet, die Agentin, Emma, hieß die, oder Banner oder weiß ich was, welche gesagt hatte, ich weiß nicht mehr, die wäre gestorben. Die Tom hätte die qualvoll sterben lassen. Wäre zwar auch selbst gestorben, wahrscheinlich, aber hätte versucht, sie qualvoll umzubringen. So, das war so das Ding. Aber da er halt nett gut überzeugt hat, fand ich, also er hat den ja gut um den Finger gewickelt, auch mit dem Amulett, mit der Begründung, hey, du bist doch sicher, geh mit und so, weil normalerweise hat er halt panische Angst gehabt und auch gedacht hat, ja gut, okay, der gehört zu Black dazu. Ja. Er hätte euch auch über die APA, also hättet ihr was gesagt, dass ihr für die APA arbeitet oder so, dann hätte er gesagt, oh Gott, ihr gehört zu denen. Und wer hat versucht zu fliehen vor euch? Also. Ich hätte doch nicht geschafft. Ja, nicht bei dir. Richtig. Ja, gibt es noch irgendwas? Ich glaube, damit sind wir eigentlich durch. Also was ist mit den drei? Was passiert mit ihnen jetzt? Mit ja, auch meine Frage. Ach, das, ja. Stimmt. Der Black. Ja, er wird euch mitnehmen und auch auf Abenteuer schicken. Nur halt von der anderen Seite. Also er würdet euch auch auf übernatürliche Sachen und würde euch quasi zu seiner Belustigung so, hier, macht mal, da gibt es übernatürliche Aktivitäten. Guckt euch das mal an und versucht das mal zu lösen. Versucht, unterhaltet mich. Mal gucken, wie ihr das macht. So in die Richtung. Würde uns aber auch über die Dauer helfen und uns Zeug beibringen. Ja, gegebenenfalls, aber eher weniger. Aber ja, ne, wenn es halt passt und ihr den richtigen Preis zahlt, sage ich mal. Ja. Ja, im Prinzip wahrscheinlich so ein bisschen wie mit Willi im ersten Abenteuer. Wenn wir ihn irgendwie so sehr belustigen oder interessieren, dass er das für würdig hält, dann würde er uns wahrscheinlich irgendwie was von seiner Macht teilhaben lassen. Oder wenn ihr halt irgendwas opfert. Wenn ihr sagen würdet, okay, bring mir was bei und keine Ahnung, also irgendwas, was euch wichtig ist, ja, was euch, wo ihr Qualen leidet, das abzugeben, so ungefähr. Das würde ihm auch belustigen und somit würde er es auch wieder machen. Hätte Willi zu seiner Tochter zurückkehren können? Ach so, wenn ihr euch gar, ja, also wenn ihr euch gegen alles entschieden hättet, also. Oder wenn Willi zu Black sagt, ich möchte zu meiner Tochter zurück, sorry. Ja, kannst du machen, aber dann hätte die APA dich irgendwann gecasht. Also. Weil die APA, da weiß zwar nicht jeder von jedem, aber das sind Informationen, die sie teilen können. Es geht nur um die Informationen, die halt ein mystisches Wissen beinhaltet. Und Namen und Ränge und sowas. Weil wenn jemand gefasst wird, das ist nicht jemand wie Black, der halt in die Gedankenwelt der Leute eintauchen kann, gleich weiß, okay, das ist der Chef, den muss ich umbringen, so sind die Strukturen. Da ist eine Station, da ist eine Station, da ist eine Station, da ist eine Station. Okay, ich mach's dir alle platt. Dass das halt nicht so funktioniert. Aber jemand, der flüchtig ist, dann wird allen nur gesagt, der und der, so sieht er aus, da wohnt der ist ein Feind, muss eliminiert werden oder irgendwas ähnliches oder ist eine Informationsquelle, Gefahr, beseitigen, bla. Dann wüssten das alle, da wird auch nicht gefragt, warum, weil aus den Gründen, ne, jeder weiß, man kann nicht immer sagen, warum, ja, ist so ein bisschen an Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Es gibt Tatsache, bei Cthulhu gibt es, glaube ich, so ein extra, ich weiß nicht, ob das von Fans gemacht ist, gibt es so eine Organisation sogar, die heißt, glaube ich, Queen irgendwas. Ist sowas Ähnliches scheinbar, weil Janis hat, also mein Bruder hat mir das gesagt, ach, das ist wie das und das. Kenne ich persönlich nicht, scheint aber ähnlich zu funktionieren. Also ja, habe ich also nicht.
An was mich das halt extrem erinnert, ist an die Foundation. Das ist halt, also von SCPs habt ihr vielleicht gehört, diese ganzen Fangeschichten über die ganzen Horror-Sachen. Keine Ahnung, nee. Noch nie. Also überhaupt gar nicht. Okay, ist eigentlich ein riesen Internetphänomen, aber okay. Das sind halt alles so nur kleine Horrorgeschichten, was halt Fans schreiben in allen möglichen Richtungen. Da hat halt jedes Monster-Ereignis, Gegenstand, was irgendwie übernatürlich ist, auch ganz oft mit H.P. Lovecraft in irgendeiner Verbindung zu setzen, mit Cthulhu-Mythos und so weiter. Hat halt eine Nummer, das heißt dann immer SCP. Ach so, ja, das habe ich einmal von irgendwas gesehen, aber das, ich weiß nicht mehr genau von was, ja. So, und die Organisation, die halt diese ganzen SCPs, diese ganzen Kreaturen, Artefakte, Gegenstände, Anomalien und keine Ahnung was, halt sichern, kontrollieren, vernichten, die heißt halt die Foundation. Und die arbeiten halt exakt so, was du alles beschrieben hast von der Dann ist das bestimmt das, was mein Bruder gemeint hat, was es für das Cthulhu-Rollenspiel gibt. Hundertprozentig. Das ist das bestimmt die Vorlage für das, was so ein bisschen auch das ist, was ich habe, ohne dass ich es aber so genau kannte. Genau, und wie gesagt, die Foundation benutzt halt auch magische Artefakte, die halt nicht bösartig sind, sondern die sie benutzen können, um gegen andere böse Dinge anzukommen. Und sind halt auch alle, die halt irgendwie was wissen, was sie aber nicht wissen sollten, werden umgebracht, einfach eiskalt. Und die erforschen aber halt alles für die Sicherheit der Menschheit und führen halt einen unterlegenen Kampf eigentlich gegen all diese Kreaturen etc., um halt die Menschheit, die Erde zu retten. Ja, genau, so die Richtung. Also ich hab mir das so gedacht, also bei mir war ist die halt nicht, also ja, auch nicht nett. Und der Grundgedanke war ja, die Frage, die eben aufgekommen ist, warum sollten wir es machen? Und da habe ich gedacht, gut, dann fange ich ein Abenteuer an und mache dann sowas, dass ihr bei denen dann eintretet quasi als Team und dass ihr dann da immer Missionen macht. Das war so der Standardgedanke, wie alles angefangen hat. Mhm. So. Ja. Schön. 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 Ja, das war's von meiner Seite her aus. Den haben wir. Ich habe sicher irgendwas vergessen. Aber der Ring. Der Ring ist einfach nur ein teurer Ring. Verdammt! Der ist 1000 Mark wert. Wo habe ich so einen 1000 Mark teuren Ring? Immerhin. Ja, oder du bekommst einen Darmverschluss und stirbst elendig daran. Nein! Ja. Er ist vielleicht blockiert er ein paar. Ich doch ihn an, wenn sie mir helfen. Vielleicht blockiert der Ring ein paar Zahnräder in dir. Ja, genau. Oder er wird verwendet, um neue Zahnräder zu reparieren oder so oder herzustellen. Ja. Oder so. Das habt ihr niemals mitbekommen. Ich habe immer heimlich irgendwelche kleinen Metallstückchen gegessen, um meinen ganz anderen Körper zu reparieren. Ja. Hat jemand ein paar Nägel? Nur so. Ja, also ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, ja, war cool. Ja, hat sich ein bisschen gezogen, aber wir haben es durch, wir haben es geschafft. Ich habe übrigens gemerkt, dass bei Cthulhu, bei allen Abenteuern war das so, der Anfang von, also nur von einem Kapitel, den wir gespielt haben, so den Anfang, da bin ich immer so voll, oh, okay, jetzt geht's los. Und die Mitte ist so... Du meinst dann, wenn du die Leute mehr erschießt. Genau. Und das Ende wird dann wieder, und das Ende ist dann irgendwie wieder spannend. Und so der Mittelteil ist für mich irgendwie immer so. Also weniger Leute so, erschießen. Max, nee. Dann gibt es mehr. Mehr Leute. Mehr Leute erschießen. Das Problem ist halt immer, wenn du über die Leute erschießt, kann ich euch auch schlechter Infos geben. Ach Quatsch. Mehr Dinge abbrennen. Aber für dich wäre echt Pulp, beziehungsweise Achtung Cthulhu echt was. Wo du halt wirklich ballerst. Das ist halt Action Cthulhu. Also Cthulhu mit Action. So. Aber ja, egal. Das hat mit was wäre, wenn ja schon nichts mehr zu tun. Ja. Sehr gut. Was wäre, wenn wir das alles mit dem Achtung Cthulhu-Regelwerk gespielt hätten? Dann wäre es anders gelaufen. Wahrscheinlich. Wie wäre es alles gelaufen, hätte ich meinen rituellen Hochzeitsspeer noch gehabt. Er hätte alles viel mehr geballert und sowas. Ja. Ballern, wir brauchen Ballern, genau. Okay. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich hier beenden. Nee, ich glaube. So okay. Mach los. Dann, ich hoffe, euch da draußen hat es auch. Euch hat es auch gefallen, hoffentlich. Und ja, wir würden uns über ein Like freuen oder Kommentare. Mhm. Vielleicht auch Fragen. Ich habe sicherlich. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr noch was wissen wollt, was wäre, wenn, wo wir jetzt nicht dran gedacht haben, oder ja. Niklas dann in die Kommentare. Ich werde sicherlich was vergessen haben. Wie gesagt, das erste Abenteuer, das ist jetzt ein Jahr her, als wir das gespielt haben. Den Anfang hier von diesem Abenteuer haben wir vor. 4 Monaten knapp.
Ja, 4 Monate gespielt. Also, ich werde es dir vergessen haben. Schreibt rein, ich werde es beantworten, so gut ich kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wo es uns dann hinführt. Alles klar. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.